Was ist das Erfolgsrezept hinterm Bachmann-Steuerungssystem? Das ist Expertenwissen, das ist Erfahrung und das ist dynamische Teamarbeit. Der Weg zu unserer Steuerung beginnt im Produktmanagement. Wir beobachten Trends, wir führen Marktanalysen durch, wir sammeln auch sehr viel Feedback von unseren Kunden und dadurch gelingt es uns immer wieder, neue, innovative Produkte zu entwickeln. Da wird also der Grundstein für unsere Produkte gelegt. Und den übernehmen wir von Entwicklungsruder. In regelmäßigen Besprechungen entscheiden wir, welche Ideen als nächstes umgesetzt werden. Aus einer Idee wird langsam ein Produkt. In der Planungsphase erarbeiten wir zusammen im Produktmanagement, der Hardware- und der Softwareentwicklung einen gemeinsamen Projektplan. Wir prüfen, welche Features wir ins Produkt hineinnehmen und erarbeiten detaillierte Konzepte zur Umsetzung. Jetzt sind wir da in der Softwareentwicklung. Wir schreiben die Software und schauen dazu, dass aus der Elektronik ein echtes Steuerungssystem wird. In regelmäßiger Abständen bauen wir Prototypen, die wir auf Herz und Nieren testen. Immer wieder schauen wir auch, dass wir Pilotkunden finden, die uns da Feedback geben können. Wenn bei uns alles passt, geht es weiter in der Produktion. Jetzt beginnt die Vorbereitung auf Serienfertigung. Da werden die Leitungsplatten von unserer Bachmann-Module mit modernsten SMT-Fertigungstechnik bestückt und zur Endmontage weitergehen, bei der die Platinen in Gehäuse montiert werden. Und am Schluss kann unser Steuerungssystem auf die Reise zu unseren Kunden in aller Welt. Jedes Päckchen, das wir verschicken, ist ein Beweis dafür, dass aus kreativer Zusammenarbeit außergewöhnliche Ergebnisse entstanden.